Guten Abend. Willkommen. Und jetzt kommt etwas, was in jeder Sendung kommt. Immer. Weil jetzt aber, Simon, gehe ich tauschen. Wenn Sie irgendeinen Gegenstand haben, den Sie gern loswerden wollen. Zum Beispiel einen alten, gebrochenen Fingerhakelring oder ein Trainingsgerät wie diesen Expander für Fingerhakler. Und Sie glauben, der ist nicht ganz ernst gemeint, den will ich loswerden. Geben Sie ihn mir und ich gehe los und tausche ihn gegen etwas Schöneres ein. Dieses Mal war ich unterwegs in einer ganz neuen Ecke von München. Das neue Münchner Messegelände, noch ein bisschen steril, gerade offiziell eröffnet, aber dolle Fachmessen verbergen sich hier, wie die Gastronomiemesse IMEGA. Das ist die Abkürzung für Ich möchte eigentlich gern anfangen zu tauschen. Los geht's. Natürlich zieht es mich gleich an die Bar zu Holger und Frank und diesem Eisterkleinerer. Hallo. Ja, hallo. Ich vermute, den wollt ihr loswerden. Der sieht unpraktisch aus. Ja, ich meine, er ist jetzt 20 Jahre alt. Wir haben wahnsinnig viel damit getan. Wir würden ganz gern den eintauschen gegen einen neuen Eisschneider. Gebt her, ich versuch's zu tauschen. Wir sehen uns nachher wieder. Danke. Danke, bis nachher. Ich habe diese wunderschönen Schlittschuhe und frage mich jetzt natürlich, wogegen kann ich die eintauschen? Oder was würden Sie mir dafür geben? Ja, wir haben zwei Flaschen Prosecco. Super, zwei Flaschen Prosecco, das ging ja schnell und die werde ich wieder los. Bitte schön. Wunderbar. Zwei Schlittschuhe gegen zwei Flaschen Prosecco. Danke, tschüss. Prost. Hey, Chef, komm dazu. Komm rüber. Also, ja, hier, Lammbürsten, wo sind die? Was machen die? Hier, ist ja großartig. Die putzen, aber nicht von alleine. Das heißt, man braucht eine tüchtige Kraft dahinter. Dann gebe ich Ihnen die jetzt. Gut, also eine für Sie, eine für Ihre Mitarbeiterin, ne, weil da haben Sie auch eine. Und die Würste. Und ich kriege die Würste. Und ja, 30 kriegen Sie auch noch und da steht das auch immer putzt. Hallo, guten Tag. Überraschung, ich tausche gerade. Diese wunderschöne Lammfell-Heizungsbürste zum Saubermachen gegen irgendwas, was Sie mir geben. Geben Sie mir dafür irgendwas? Was geben Sie mir dafür? Ich gebe schon was dafür. Oh, toll. Moment mal. Sie haben gerade gesagt, die ist schön, ne? Ja, natürlich. Oh, das war brutal. Habt ihr das gehört? Er hat gerade gesagt, die würde aussehen wie ich. Wo haben Sie die abgenommen? Ja, das war meine Frau, das Vorbild. Das ist ja nicht wahr. Also ich sehe aus wie seine Frau. Boah, das ist Lammfell, das ist Hexe. Können wir die tauschen, die Hexe gegen diese lange belgische Ware? Ja, so ungefähr. Können wir schon machen. Super, dann machen können wir schon das. Machen, ja. Die Hexe ist für Pokus, Sie. Pokus. Ich nehme diese Salami. Gucken Sie mal bitte an, wie groß sie ist. Das sind 5 Meter Salami. 5 Meter, Stück. Alles am Ring. Dann kriege ich sie nur eine dazu. Oh, super, her damit. Ja, auf ihn. Dann nehme ich sofort. So, nehmen Sie diese noch. Ich kann kaum noch was tragen. Danke Ihnen. Bitte, bitte. Ich versuche hier was Sinnvolles zu tauschen. Und ich habe hier diese 4 Meter lange belgische Ware. Das ist Wurst. Was würden Sie dafür eintauschen? Genau zwei Kühe. Zwei Kühe? Moment, die sind mit einem pinkfarbenen Euter. Ganz sicher. Das ist doch heiße Luft. Ja. Ich tausche nachher weiter und spann erstmal völlig aus. Das ist unser Minutenspiel. Frau Gerste, diese Uhr zeigt bisher 0. Mhm. Wenn Sie auf Start drücken, zeigt sie Ihnen an, dem Sekundentakt die Zeit. Und ich möchte Sie bitten, nach Gefühl, diese Uhr nach 60 Sekunden wieder zu stoppen, nachdem Sie sie gestartet haben. Mhm. Ich stelle Ihnen dabei ein paar Fragen. Mhm. Und sage Ihnen gleich, das spielt jeder prominente Gast bei uns. Aha. Bisher haben Wolfgang Völz mit 49 Sekunden und Karin Tietze-Ludwig mit 1,19 sich beide überrascht gezeigt, dass sie nicht so genau die 60 getroffen haben. Aber 59 ist ja schon sehr gut. 49? Ach, 49. Ja, 49. Mhm. Was meinen Sie? Wie nah kommen Sie ran? Oh, das ist, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe immer eine Uhr im Studio, insofern das ist es, musste ich das noch nicht schätzen. Die innere Uhr, eine Minute lang und ich stelle ein paar Fragen. Hoffe, dass Sie nichts sehen können. Nö, es ist nirgends eine Spiegelung. Das geht. Alles klar. Drücken Sie Start und ich lenke Sie ab mit Fragen. Wie zum Beispiel, was ist eigentlich das weibliche Wort für Mensch? Frau. Menschin. War das jetzt eine frauenfeindliche Frage? Ja. Haben Sie schon einmal einen wichtigen Termin verschlafen? Aber auf Provokationen gehe ich nicht ein. Ja. Wichtigen Termin? Nein, nein. Ganz wichtig nicht, nein. Wie viel Geld würden Sie für eine Eintrittskarte ausgeben?
Das kommt drauf an, für zu was? Ja, geholfen wird nicht. Ach so, geholfen wird, ja. Das kommt sehr drauf an. Eintrittskarte, wie viel Geld? Für Bayreuth würde ich schon was bezahlen, ja, wenn ich eine Karte bekäme. Mhm. Haben Sie schon mal ein Trinkgeld bekommen? Ja, viele. Viele Trinkgelder? Viele Trinkgelder, was war das Höchste? Ja. Das Höchste waren, glaube ich, 10 oder 20 Mark. 10 oder 20 Mark? Da frage ich gleich noch mal einen Satz. Ich habe lange gekellnert. Ja. Im Studium. Ja. Ja. Sagt Ihr Mann Petra zu Ihnen? Unter anderem, ja. Mhm. Was denn noch? Ja, das würden Sie das sagen wollen? Nein. Würden Sie uns sagen wollen, was Ihr Mann sonst noch Nein, zu Ihnen würde sagt? Ich nicht sagen wollen. Ne? Kein einziges? Nee. Nein. Ah, ja gut. Wie nennen Sie ihn denn? Wollen Sie uns das verraten? Haps, Sie haben sich nicht großartig ablenken lassen. Ups. 64 Sekunden. Das schon. Tauschen. Es gibt einen zweiten Teil. Ich bin vorhin gescheitert bei meiner Tauschaktion auf dem neuen Messegelände in München mit einer Salami, die gar nicht 5, sondern nur 4 Meter lang war. Aber was daraus wurde, das ist klasse. Ach, schade, die Pause ist vorbei. Ich muss mir jetzt wieder meine 4 Meter Wurst schnappen und dann weitertauschen. Dass ich Ihre Wurst nehme. Genau. Und Sie möchten dafür was bekommen, genau. Ne? Mhm. So wie im Wilden Westen früher. Ja, also ich denke, für so einen schönen Ring, die ganzen Würste, da können wir drüber reden. Das ist sehr schön. Ja, das ist super, da ist die Familie versorgt die nächsten Tage. Darf ich? Der passt ja auch. Aber da nehmen wir einen kleinen Finger, da ist er ohnehin cool, ne? Und ich habe was ganz Schönes eingetauscht, nämlich diesen Original-Sterling-Silberring der Navajo-Indianer. Aha. Was tauschen Sie dagegen? Dann können Sie den Ring nämlich haben. Oh, das wird schwierig. Ich hatte an eine ganz schöne Lichtreklame gedacht. Aha. Die sieht klasse aus. Ah, da darf ich doch mal meine Kollegin dazu holen. Oh klar, aber dann müssen Sie sich den Ring teilen. Kein Problem, wir teilen uns alles. Okay. Probieren wir es. Moment bitte. Kriege ich das dann wieder? Nö, wir tauschen das ja weg. Sie kriegen ja den Ring dafür. Und können immer sagen, guck mal, diesen Ring habe ich bekommen. Und das muss sie machen, das muss sie nicht machen. Das müssen sie gar nicht machen. Sie können das sagen, hau doch ab, du blöder Fernseher. Nein, das war, so bin ich dann auch nicht. Aber der Gegenwert stimmt ja wohl nicht ganz. Ja, es ist ja auch ein ideeller Wert. Ach so. Ja. Mit wem tauschen Sie dann wieder? Das weiß ich noch nicht. Das wissen Sie noch nicht. Ich gehe dann weiter, irgendwo hin. Und was so spontan einfällt, wie hier gerade. Aha. Wäre ich bloß da hinten geblieben, dann müsste ich mich jetzt nicht entscheiden. Was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt? Also, sagen Sie ja oder sagen Sie okay? Oder sagen Sie gerne? Das ja oder nein? Das WC, natürlich. Das WC? Das nehmen Sie mit, ja. Ich krieg den Ring. Im Wert von 348 ja, Mark ja. Und Sie kriegen diesen Ring im Wert von 54 Mark. Das ist eine super Aktion. Ja, natürlich. Es war ein Silberring, es ist jetzt dieses WC-Schild. Ich bin glücklich damit und tausche weiter. Danke. Bitte. Die Frage ist, gegen was würden Sie das eintauschen? Ich dachte an eine Espressomaschine. Na, mit Sicherheit nicht. Jetzt holen wir mal unseren Chef schnell, ja? 1400 und sie gehört dir. Nee, wir tauschen ja gegen dieses WC-Schild, das nicht ganz so wertvoll ist. Das gebe ich gerne zu. Gibt's ja mit. Wisst ihr, machen wir das? Sicher machen wir das. Ihr seid ja alle wahnsinnig. Also nimm das Teil mit. Hey, das ist der Hammer. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht. Diese wertvolle Maschine hier habe ich gegen dieses auch sehr wertvolle WC-Schild bekommen. Also ich möchte diese überraschten Gesichter von den beiden Barkeepern einfach sehen. Deswegen decke ich jetzt einfach mal die Maschine ab, dass sie möglichst nicht sehen, was sie bekommen. Und dann bin ich auf die Reaktion gespannt. Alte Schlittschuhe gegen eine Espressomaschine der hohen Preisklasse. Unglaublich. Seid ihr gerade mitten in der Show? Mache ich euch gerade was kaputt? Nein! Oh mein Gott, nein! Du siehst doch gar nichts mehr, hör auf! Bin mit! Hey! Ja gut, das ist gute Stimmung hier, es geht heiß her. Eure Ice Crunch Maschine ist nichts geworden. Und ich weiß nicht, ob ihr das haben wollt, was ich getauscht habe. Denn das hier ist das Endergebnis meiner Tauschaktion. Aha. Oh, hey! Das ist eine riesengroße Espresso-Maschine mit Kolben. Und ich vermute mal, die wollt ihr gar nicht haben, oder? Doch! Geh sie mal, hallo! Ich hab so Wenn man normalerweise Gegenstände loswerden möchte, nutzt man ja eher Kleinanzeigen. Wie zum Beispiel diese hier.
habe mal ein bisschen rausgeguckt. Die heißen Kleinanzeigen, weil sie so klein sind wie das Kleingedruckte in vielen Verträgen. Das hier, eine Lampenfigur, Klammer auf, Mädchen, mit knallroten, orangenen Zöpfen und leuchtendem Gesicht für 5 Mark. Klingt doch schön, oder? Da will man auch wissen, wie sieht die Puppe aus? Da will man auch wissen, wer bietet diese Puppe an? Und da will man auch noch weiterlesen, gibt es noch mehr so Anzeigen. Wir haben hier noch was rausgesucht. Da ist Geschirrtöpfe, Schlittschuhe, Tauchflossen, Toaster, kleine Monitore, Grafiktablett, Softwareanrufbeantworter, Skischuhe und vieles mehr. Also vollkommen wirres Durcheinander, offenbar eine Haushaltsauflösung. Ist es das oder hat das irgendeine andere Geschichte? Wir haben mal einige Gäste eingeladen, die etwas inseriert haben bei den Kleinanzeigen und stellen ihnen jetzt jeweils das Inserierte und den Inserenten vor. Diese kleine Puppe, auf die ich Sie gerade so ein bisschen neugierig gemacht habe, die sieht so aus. Und die hat Alexander Walzel in die Zeitung gesetzt. Hallo Alexander. Hallo. Die funktioniert doch noch, die ist doch wunderbar. Warum willst du die loswerden? Weil sie genauso aussieht, wie meine Schwester mal ausgesehen hatte. Tut sie das? Ein interessantes Bild. Denn jetzt wird hier ernsthaft versteigert. Und was ich als erstes loswerden will, liegt hier auf meinem Tisch. Strapse. Hat jemand in diesem Raum Interesse an diesen Strapsen? Ha! Diese Dame hat Interesse an diesen Strapsen. Wer möchte gegen die Dame steigern? Dann kriegt sie sie direkt. Der Herr will auch Strapse haben. Das kann nicht wahr sein. Die teilen wir einfach auf. Welche möchten Sie? Weißen. Die Weißen. Welche wolltest du? Fleischrosa. Da passt das, da brauchen wir da gar nicht zu steigern. Die werden wir so los. Wunderbar. Das geht ganz leicht. Merken wir uns das? Dumme Frage mal am Rande jetzt. Der Herr mit dem Bart hätte gerne die weißen Strapse. Darf ich Sie fragen, was Sie damit anfangen wollen? Ich würde sagen, das sind Strapse aus den 60er Jahren. Die sieht man so gut wie gar nicht mehr. Stimmt, die sind da meistens unter Kleidung versteckt. Ja, ja. Und die Größe ist verstellbar. Ich finde schon irgendwo jemand, der die für mich tragen könnte. Ah ja, ich frage ja nur. 60er Jahre Strapse. Okay. Was haben wir denn noch? Wir haben diese wunderschöne Lampenfigur vom Alexander da. Diese Leuchtfigur, die aussieht wie seine Schwester. Das ist klasse. Wer möchte die haben? Wer möchte steigern für die Lampenfigur? Du willst steigern? Da? Oh, ich sehe mehrere Interessenten. Das ist sehr gut. Wenn noch jemand einsteigen will, immer aufspringen beim Steigern, damit ich das auch mitkriege. Alexander, dein Ziel in der Zeitung waren 5 Mark. Beim Versteigern setzt man immer einen etwas niedrigeren Wert an und hofft dann, dass sich die begeisterten Steigerer hochsteigern. Also mal gucken, vielleicht kommen mehr als 5 Mark bei raus. Ich rufe auf Versteigerstück Nummer 1, die Lampe von Alexander, die aussieht wie seine Schwester. Das ist wirklich klasse. Wer bietet in 1 Mark Schritten mehr als 3 Mark? 3 Mark sind bisher nicht. Ah, da vorne sehe ich eine Dame, die sich meldet, im weißen Rolli. 3 Mark für die weißen Rolli. Da hinten eine Dame im schwarzen T-Shirt. 4 Mark, 5 Mark für die andere Dame im schwarzen T-Shirt. 6 Mark, da vorne hat ein Herr geboten. Und 7 Mark an Herrn Hebelmann. 8 Mark, 9 Mark, 10 Mark. Da vorne 10 Mark, 11 Mark sehe ich. 11 Mark sind geboten. 12 Mark für den Herrn im Jeanshemd. 13 Mark für die Dame im weißen Rolli. 13 Mark für den weißen Rolli. 13, 14 Mark für die Dame mit den langen. 15 Mark für die Dame im weißen Rolli. 16 Mark für den Herrn im Jeanshemd. 16 Mark, 17 Mark für die Dame im weißen Rolli. 17 Mark sind zum Ersten. 17 Mark und der Herr im Blau. 18 Mark. 18 Mark für den Herrn im Blau. 19 Mark. 19 Mark für die Dame im weißen Rolli. 19 Mark zum Ersten. 19 Mark und da sind 20 Mark geboten. Ab jetzt geht es in 2 Mark Schritten weiter. Wer bietet mehr? 22 Mark. 22 Mark für die Dame im weißen Rolli. 24 Mark für den Herrn im weißen. Jetzt geht es aber ab. 26 Mark für die Dame im weißen Rolli. 26 Mark zum Ersten. 26 Mark zum Zweiten. Wer bietet mehr? 26 Mark. 26 Mark. Und da kommt eine Dame, die bisher noch gar nicht dabei war. Was will sie denn? 26 sind 28 Mark. 28 Mark für die Dame, die bisher gar nicht dabei war. 28 Mark zum Ersten. 28 Mark und der Herr im Weiß. 30 Mark und. Oh, eine Dame in Schwarz, die bisher gar nicht dabei war. Jetzt gehen wir ab sofort in 5 Mark Schritten weiter. 32 Mark für die Dame dort in Schwarz. Jetzt extra 3 Mark drauf sind. 35 Mark bei der Dame im schwarzen Pulli. Wer bietet mehr als 35 Mark? Hehehe. Erstens. Zweitens. Und, ja, jetzt sind Sie überrascht, ne? Zum Dritten!